Scheibe TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark heute mit diesen Themen. Neue Chancen für die Region, Regionalmanagement Obersteiermark Ost informiert. Drittes Adventwochenende am Brucker Weihnachtsmarkt. Weihnachtsfeier des Roten Kreuzes Kapfenberg. Im Close-Up heute Mr. Ladder Europe 2015. Und für den Rockblock waren wir beim Konzert von Chaya the Cat. Vorher aber noch zu unseren News. Erweiterung des City Centers in Bruck und partnerschaftliches Wintersportprojekt der neuen Mittelschule Tördel und dem Verein Sportbündel. Das City Center in der Rosseckerstraße wächst weiter und erhält nun bereits seinen 8. Mieter. Mit ProMente Steiermark siedelt sich in Bruck ein ganz besonderer Betrieb an. Wir sind da für Menschen, die psychische oder psychosoziale Probleme haben. Im Vordergrund stehen Menschen, die psychisch erkrankt sind oder einmal in ihrem Leben eine psychische Krise erlebt haben und Hilfe und Unterstützung benötigen. Auf 470 Quadratmeter bietet das steiermarkweit agierende Unternehmen ein Wäsche- und Bügelservice mit dem ersten Drive-In für private und gewerbliche Kunden an. Mit diesem Dienstleistungsangebot wird nicht nur das Haus mit Leben befüllt, sondern auch die Mischnutzung der Stadt weiter ausgebaut. Es ist gelungen, innerhalb eines Jahres dieses Haus wieder fast zu 100% zu füllen, nämlich genau in diese Richtung, was wir in der Stadtentwicklung vorhaben, nämlich Mischnutzung in der Stadt, in der Innenstadt Bruck zu forcieren. Und das dank der tatkräftigen Unterstützung der beiden Investoren. Wir haben rund 700.000 Euro in das Haus investiert. Aufgrund der Summe müssen wir mittelfristig bis langfristig denken. Wir haben zufriedene, glückliche Mieter mit dem, was wir gebaut haben, und ja, wir werden weiter investieren und schauen, dass wir da ein, zwei Objekte im Haus vielleicht noch realisieren können. Bewegung ohne Grenzen. So lautete das Thema einer gemeinsamen Projektwoche der neuen Mittelschule Törl und dem Verein Sportbündel. Dabei stand der Inklusionsgedanke im Vordergrund. Bei einem Pressegespräch in Turnau wurden nun die Projektarbeiten präsentiert. In dieser Projektwoche haben wir den Regelunterricht komplett aufgelöst und haben jeden Tag mit den Schülern ein Programm gemacht, um eben diese Inklusion kennenzulernen, um kennenzulernen, wie es mit beeinträchtigten Menschen auch in der Bewegung, auch in der geistigen Bewegung und so weiter funktioniert. Die Projektarbeiten umfassten unter anderem ein Theaterstück und einen eigens komponierten Motivationssong. Der Sport kam ebenfalls nicht zu kurz. Die Schüler konnten sich während der Projektwoche ein Bild von Organisationen wie Special Olympics und dem Verein Sportbündel machen und besuchten verschiedene Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen, um deren Tagesablauf kennenzulernen. Den Abschluss bildeten die Unified-Bewerbe im Rahmen der steirischen Ski- und Snowboard-Meisterschaften in Turnau. Das ist von Special Olympics der Inklusionsgedanke, ein Programm, eben gemeinsam Sport auszuüben im Team und vor allem ein beeinträchtigter Mensch mit einem nicht beeinträchtigten Menschen. Das waren die News und somit herzlich willkommen bei HiWe TV. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hochkarätige Vertreter aus der Region diskutierten im Hotel Böhlerstern über den Ist-Zustand und die Zukunft der östlichen Obersteiermark. Das Regionalmanagement Obersteiermark Ost informierte zudem über das aktuelle EU-Förderprogramm. Auch daraus ergeben sich neue Chancen für unsere Region. Innovativ, technologiefokussiert, zukunftsorientiert und lebenswert. So präsentiert sich die östliche Obersteiermark. Das war aber nicht immer so. Die Region hat die einstige Krise jedoch als Chance genützt. Zudem hat das Land Steiermark eine neue Ära der Regionalentwicklung eingeleitet und verfolgt eine ökonomisch, ökologisch und sozial ausgewogene Entwicklung der sieben steirischen Großregionen.
Wir wollen in den steirischen Regionen über 100 Millionen Euro investieren. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen und sichern, die Verkehrsinfrastruktur ausbauen, in Breitband investieren. Also meine Zielsetzung ist wirklich insbesondere auch in der Obersteiermark Ost, dass wir in Zukunftsprojekte investieren, wie das Zentrum am Berg in Eisenerz, die Montanuniversität, die wir massiv ausbauen. Die Sportstadt Kapfenberg hat die modernsten Anlagen Österreichs. In Bruck wird das Gewerbegebiet entwickelt. Also man merkt wirklich diese Aufbruchsstimmung in der gesamten Obersteiermark Ost, in allen Teilbereichen. Und das wollen wir mit vollem Elan unterstützen. Jetzt starten die neuen EU-Förderprogramme für die Regionalentwicklung. Welche Möglichkeiten zur Umsetzung von Projekten sich dabei bieten und wer förderberechtigt ist, darüber gab es bei der Informationsveranstaltung des Regionalmanagements nähere Details. Es gibt natürlich mehrere verschiedene EU-Förderprogramme in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben das auch thematisch fokussiert in den Bereich LEADER für den ländlichen Raum. Das Programm INTEREG, das sich eher mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Staaten beschäftigt. Und das Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung, das sich thematisch mit der Kooperation von Gemeinden, vor allem in Stadtregionen, befasst. Die Hochsteiermark ist eine Region mit Hidden Champions und Global Players. Gerade sie wissen im internationalen Vergleich das Regionalmanagement besonders zu schätzen. Grundsätzlich ist es wichtig, eine zentrale Anlaufstelle zu haben, wo auf dem kurzen Wege die Dinge vorab geklärt werden und dann auch entsprechend schnell dann umgesetzt werden. Wobei ich dazu sage, dass vor allem der Standort hier, Kapfenberg, sehr industrieaffin und sehr serviceorientiert ist. Also ich baue viele Fabriken rund um Österreich und muss ich hervorheben, Kapfenberg. Für den neuen Regionalvorsitzenden war es der erste öffentliche Auftritt in dieser Funktion. Er geht voll motiviert in seine neue Aufgabe und sieht es als Verpflichtung, Verantwortung für die Region zu übernehmen. Wir sind die zweitstärkste Industrieregion Österreichs, wir sind die zweitstärkste Wirtschaftsregion der Steiermark nach Graz und bei der Industrieregion nach Linz. Das heißt, wir haben eine der höchsten Exportquoten, die es überhaupt gibt. Wir haben einen Weltmarktführer en masse hier von Leon bis mit Zuschlag. Wir haben also eine wirklich gute Ausgangssituation, um die Zukunft in Europa, hätte ich gesagt, im Europa der Regionen bewältigen zu können. Das gilt es jetzt in die Köpfe reinzubringen. Dazu braucht man aber auch ein konkretes Arbeitsprogramm. Das Arbeitsprogramm sieht in groben Zügen so aus, dass wir extrem viel in die Standortentwicklung investieren, Standortabsicherung für Unternehmen und Absicherung der Forschung und Entwicklung, Stichwort Montanuniversität Leoben und FH Kapfenberg. Und des Weiteren auch, dass wir in die Stadtregionen investieren, in diesen zentralen Räumen unserer Region. Wesentlich ist auch die Absicherung der Infrastruktur im ländlichen Bereich, Stichwort LEADER-Programme. Und auch Tourismus natürlich, alles, was mit Lebensqualität zusammenhängt. Und auch Maßnahmen, die den demografischen Wandel hintanhalten. In der Elefantenrunde diskutierten Vertreter aus Politik und Industrie und sie waren sich einig. Die Umsetzung kann nur mit dem gemeinsamen regionalpolitischen Willen auch tatsächlich funktionieren. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Ja, hallo. Was ist denn los? Du schaust so grantig. Ich war heute beim Papa im Büro. Der ist ein Energieverschwender, ich sag's dir. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Alle Fenster sind gekippt und die Heizung läuft auch. Und sein Handy-Ladegerät ist auch die ganze Zeit angesteckt, ohne dass das Handy dran hängt, was das Energie braucht. Aber geh, jetzt hast du ja mich schon überzeugen können, wirst sehen. Das wird dir bei deinem Papa auch gelingen. Hast eh recht. Aber jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Ihr Erwachsenen, ihr seid ja schlimmer als kleine Kinder. Musik
Lang ist ja nicht mehr hin, bis das Christkind kommt. Der Zauber von Weihnachten liegt in der Luft. Ein bisschen haben wir versucht, ihn für unsere Rubrik Die Region im Fokus einzufangen. Wir waren am Brucker Adventmarkt und bei der Weihnachtsfeier des Roten Kreuzes auf der Burg Oberkapfenberg. Es weihnachtet sehr auf dem Brucker Hauptplatz. Seit der Eröffnung am 3. Dezember laden zahlreiche Aussteller und Punschhütten zum Verweilen ein. Ein neues Musik- und Kinderprogramm machen heuer aus dem Adventmarkt einen besinnlichen Treffpunkt für Jung und Alt. Eine wunderschöne Stimmung, die die Volksschule Obereich mit ihren Liedern mitgebracht hat, auch mit ihren musikalischen Einlagen. Wunderbar, die Frau Lehrerin Zeismann hat das wie gewohnt perfekt gemacht mit den Kindern. Die Freude der Kinder, die Lieder zu singen, zu musizieren, ist wirklich auf den Brucker Hauptplatz, hat man richtig gespürt. Vor allem die Kinder stehen heuer auf dem Adventmarkt im Mittelpunkt. Der Sonntag ist ja überhaupt auch der Tag, an dem besonders für die Kinder was geboten wird. Hinter uns steht jetzt das Kinderhaus, da sind die Kinder drinnen, basteln und zeichnen. Ein ganz ein süßer Anblick, muss ich sagen. Und natürlich auch, dass man die Kinder besonders einbaut in den Adventmarkt. Heute die Volksschule Obereich, morgen die Volksschule Wienerstraße, nächste Woche die Volksschule Körnerstraße. Und alle Eltern und Großeltern, die da mitkommen, das ist die beste Weihnachtsstimmung. Zur Freude aller geht der Adventmarkt 3 Tage in die Verlängerung und wird bis 23. Dezember für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Im stimmungsvollen Ambiente der Burg Oberkapfenberg lud die Ortsstelle Kapfenberg des österreichischen Roten Kreuzes zur Weihnachtsfeier. Man blickte auch auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Sehr, sehr viel hat sich getan, vom Rettungsdienst über die Jugend bis hin zum GSD-Dienst sind über 6.000 Stunden mehr gegenüber dem Vorjahr angefallen von der Jugend. Und über mangelnden Jugendnachwuchs darf man in Kapfenberg wirklich nicht klagen. Wir haben derzeit eine Spitzenjugendarbeit mit unseren Betreuern und haben derzeit 15 Jugendliche im Stand, was dann wieder in das Seniorkreuz übertreten. Und sie alle leisten Außerordentliches. Sie fragen nicht, sie helfen einfach. Durchschnittlich 1.300 Ausfahrten im Monat zählt man in Kapfenberg. Krankentransporte und Ambulanzdienste zählen zu den Alltagsaufgaben. In den letzten Monaten ist auch die Flüchtlingsbetreuung dazugekommen. Dieses freiwillige Engagement ist eine besonders wichtige Säule einer funktionierenden Gesellschaft. Ja, das spürt man. Man spürt diesen Geist, der da dahinter steckt, dass er wirklich mitzuhelfen. Es ist aber auch dieses Teamwork, das es gibt. Jeder ist für jeden da. Und das geht aber das ganze Jahr über. Und einmal muss Weihnachten gefeiert werden. Das ist heute hier und in diesem Rahmen ist es natürlich schon ein schöner Anlass. Und es war auch Anlass, zahlreiche Helfer auszuzeichnen. Eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, ganz im Zeichen der Wertschätzung. Bis einschließlich 23. Dezember ist die Adventstadt Leoben am Hauptplatz für Besucher geöffnet. Neben vielen bewährten Attraktionen präsentiert man in diesem Jahr Österreichs größten klingenden Lichterbaum. Die Adventstadt ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt in Kapfenberg sorgt vom 27. November bis zum 20. Dezember für eine unvergleichliche Weihnachtsstimmung am Hauptplatz. Ein besinnliches Rahmenprogramm lädt dabei zum Verweilen und Genießen ein. Der Weihnachtsmarkt ist freitags ab 16 Uhr und samstags und sonntags ab 15 Uhr geöffnet. Vom 4. bis 20. Dezember öffnen sich die Pforten des Brucker Adventmarktes. Geboten wird ein buntes Programm mit ganz viel Musik und einem Kinderhaus mit professioneller Betreuung für die Kleinsten. Nähere Informationen zum diesjährigen Programm gibt es auf www.bruckmur.at. Von 9. bis 23. Dezember findet in der Stadtbibliothek Kapfenberg ein Bücherflohmarkt statt. Man kann hier durchblättern, lesen und natürlich auch kaufen.
Jedes Buch ist um 1 Euro erhältlich. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind auf der Website www.kapfenberg.at ersichtlich. Im Stadttheater Leoben inszeniert man von 28. bis 30. Dezember die Operette Ball im Savoy von Paul Abraham. Mit dabei sind das Ensemble des Operettentheaters Salzburg und das Ballettensemble Illo Tempore Dortmund. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. S'étaient connus au début des années 80. Ils n'avaient pas 20 ans. Ils rêvaient tous les quatre de campagne, de vie simple dans la nature, de feu de bois. Ils avaient fini par trouver ces deux maisons qui se faisaient face au bord de la mer. Je lance les maquereaux. Elles étaient une promesse de bonheur. Si vous prenez la chambre de Théo, c'est vrai que dans cette maison, on entend tout. Je sais pas comment je vais arriver à dormir. J'aurais parti. Kilos, t'as 10 ans de plus sans t'en apercevoir. Et là, tu te fais plaquer par ton mec. Non, mais tu le verras, il a une de ses têtes. Il va très mal. Il a perdu 6 kilos, voire plus. Enfin, les enfants aussi vont très mal. Et moi aussi, je vais très mal. Tout le monde va mal depuis que monsieur a pris la décision de partir ailleurs. T'as encore maigri, dis donc. C'est ce que tout le monde me dit. Tu crois que j'aurai une maîtresse? À l'amitié. Tu ne ferais pas ça. Tu veux la guerre, tu vas la voir. Nous aussi, on va te cracher notre colère à la gueule. Vous connaissez le résultat? Oui. Résultat? Résultat, je divorce! Qu'est-ce qu'on peut faire pour le bébé? Vous profitez pas assez, c'est tout. Vous êtes encore pas si mal pour votre âge. Tu sais que j'ai trouvé une formation? Formation de quoi? De chant grégorien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Meine Kollegin Andrea Dierenbauer plaudert heute mit einem besonderen Gast. Thorsten Buhl ist Mr. Leather Europe 2015. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet, was hinter diesem Titel steht und was der gebürtige Schwabe mit seinem Engagement bewirken will, erfahren Sie jetzt in Close-Up. Es freut mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen darf, Thorsten Buhl. Sie sind gebürtiger Schwabe, aber leben seit 2007 in Graz, der Liebe wegen, verbringen aber auch viel Zeit im Mürztal, weil ihr Partner aus dem Mürztal kommt. Wobei Zeit ist so ein Thema, ich glaube, die ist derzeit knapp bemessen. Sie sind ja jetzt sehr viel unterwegs in ihrer Sache. Ihre Sache ist Mr. Leather Europe 2015. Dazu gehört viel Mut, denn Sie sind ja jetzt offizieller Vertreter eines Fetischclubs. Für unsere Zuseher ganz kurz, Fetisch ist immer ein bisschen anrüchig, soll es aber nicht sein. Wie würden Sie Fetisch beschreiben? Fetisch ist bestimmte Liebe, bestimmtes Interesse für ein Objekt eigentlich oder für Kleidung in meinem Fall. Fetisch ganz generell hat ganz lange Tradition, also stammt schon aus ganz früheren Zeiten, zum Beispiel mit speziellen Symbolen, mit speziellen Totem und so weiter. Und Fetisch muss nicht unbedingt anrüchig sein. Fetisch kann auch sein, eine schwarzhaarige Frau oder blonde Frau, was man bevorzugt. Und so ist eben auch Fetisch in unseren Kreisen für Leder, für Sportswear, für Armee-Outfits und so weiter. Also Ihre Liebe zum Leder, wann haben Sie die entdeckt und wann haben Sie vor allem bemerkt, da ist ein bisschen mehr? Schwer zu definieren, so ein Zeitpunkt. Also ich habe mich schon immer für Motorradfahrer interessiert zum Beispiel oder für gewisse Schauspieler, die in Leder unterwegs waren, in Filmen. Es dauerte eine Zeit lang, bis man das definieren kann, woher eigentlich dieses Interesse kommt und wieso da mehr ist. Also man muss sich da wirklich damit beschäftigen und sich auch selber darauf einlassen, auf das Thema. Warum interessiert mich das? Warum gibt es da einen bestimmten Reiz dafür? Ich glaube, das Annehmen ist ja dann auch nicht so einfach, oder? Ja, ist relativ schwierig. Also gerade als schwuler Mann, sage ich mal, hat man zum einen sein Coming-out. Also man sagt generell, dass man auf Männer steht. Zum anderen ist es aber so eine Art Fetisch-Coming-out. Also man muss es selber auch für sich annehmen und muss selber sagen,
Ja, das bin ich und ich will dazu stehen und ich will es dann auch zeigen, sozusagen, so wie ich jetzt unterwegs bin. Sie haben etwas sehr Schönes gesagt im Vorgespräch, quasi zu unserem jetzigen Gespräch. Das Leben sei zu kurz, um sich hinter den eigenen Fantasien zu verstecken, statt diese in Vielfalt und vor allem auch in der Gesamtheit zu genießen. Ist das mit ein Grund, um sich der Wahl zum Mr. Leather zu stellen? Das war durchaus ein Auslöser, ja. Also man merkt, das Leben um sich herum verändert sich ja permanent. Leben heißt Veränderung und es wächst alles, es geht alles weiter, die Erde dreht sich. Und wenn man dann irgendwann mal nicht ehrlich zu sich selber ist und sich nicht eingesteht, kommt irgendwie ein Punkt, dass man sagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Also muss ich jetzt mich wirklich dazu outen, muss dazu stehen, möchte dazu stehen und auch einfach die Umwelt daran teilhaben lassen. Und so ist mir das nach und nach bewusst geworden, dass auch wichtig ist, dass es eine Leitfigur gibt. Also ich hätte vielleicht viel früher schon eine Leitfigur gebraucht, die mir das so ein bisschen, die mich an die Hand nimmt, die das vorlebt, was man nachleben kann, einfach zu zeigen, dass es, ich sage jetzt mal normal, wer definiert, was normal ist, aber einfach, um zu zeigen, dass es ganz natürlich ist, dass man zu sich selber stehen soll. Und das habe ich dann quasi übernommen, möchte das übernehmen für andere, einfach da zu sein als Repräsentant, zu zeigen, ich bin jemand ganz Normales und ich bin so und ich möchte motivieren, möchte Leitfigur sein, möchte sagen, seid so, wie ihr sein wollt. Seit Oktober, eigentlich erst seit Kurzem, eine Leitfigur für ganz Europa eigentlich. Bei der Wahl, die ja in Wien stattgefunden hat, sind Sie als Sieger hervorgegangen. Ein bisschen was haben wir schon gehört von der persönlichen Botschaft, aber was ist es genau, was Sie jetzt in Europa da verbreiten? Also ich will möchten? Weitermachen, was ich mit Österreich selber angefangen habe. Also ich bin im Juni zu Mr. Leder Österreich gewählt worden und da war mir schon wichtig, das von Wien hinaus zu transportieren in die Regionen, in die Bundesländer, eben auch zu uns nach Graz, in die Steiermark, solche Partys zu organisieren, Zusammenkünfte, dass man sich besser austauschen kann. Und das möchte ich auf europäischer Ebene genauso vorantreiben. Und da ist mir dann auch wichtig, es gibt ältere Clubs, die 30, 40, teilweise 50 Jahre alt sind. Es gibt aber auch ganz junge, zum Beispiel in Osteuropa, dass die zu unterstützen sind. Und da möchte ich so von Österreich aus Brückenbauer sein. Ich möchte die anderen motivieren, von den älteren Clubs die Jungen zu besuchen, auszutauschen, einfach auch wertzuschätzen, die Arbeit gegenseitig. Und das ist mir wichtig, diese Vernetzung über ganz Europa hinweg. Dass wir alle zusammengehören, auf europäischer Ebene eine Community sind und dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Wenn man sich für Dinge einsetzt, für Dinge stark macht, braucht man dazu wirklich einen Titel? Man braucht nicht unbedingt einen Titel, aber man sieht eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich. Wenn ich jetzt mit dieser Sherpa unterwegs bin, kann man gleich von Weitem erkennen, dass ich Mr. Leder Europa bin. Und es ist ein Türöffner für gewisse Anliegen. Hat man einen größeren Ruf, sage ich mal. Oder ja, man hat mehr, ich will nicht sagen Macht, aber einfach die Aufmerksamkeit, die einem entgegengebracht wird. Und man kann Projekte besser vorantreiben. Und es ist, glaube ich, wichtig, einfach mal bekannt zu werden, in der Community bekannt zu werden. Und nachher, wenn ich die Sherpa dann weitergebe, kann ich an meinen Projekten vielleicht auch zeitintensiver arbeiten wie im Moment, habe aber schon einen Namen und habe ein Standing und kann deswegen dann besser unterwegs sein. Also deswegen würde ich sagen, man braucht einen Titel. Man braucht vielleicht auch einen Titel bei uns, ich habe jetzt den europäischen, aber man braucht auch den österreichischen Titel, wie vorhin eingangs erwähnt, als Leitfigur, einfach als Repräsentant. Das ist vielleicht in Berlin oder in solchen Städten, wo das gang und gäbe ist, nicht notwendig. Bei uns aber schon. Also einfach, dass jemand da ist, der dem Ganzen ein Gesicht gibt, der vorausgeht und die anderen mitzieht. Also ich würde sagen, für Österreich auf jeden Fall und auch für andere Länder unbedingt. Österreich hinkt ja da ein bisschen nach im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, oder? In der Szene. In der Szene schon, wobei der Lederclub in Wien hat dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen gefeiert, also schon eine recht lange Tradition. Und die Jungs in Wien sind ganz gut unterwegs. Wenn wir das jetzt in ganz Österreich dann auch hinkriegen, dann hinken wir nicht mehr hinterher. Leder gibt ja auch im beruflichen Leben den Ton an. Sie sind Entwicklungsleiter in einer Lederfabrik und auch da aufgeschlossen Neuem gegenüber. Eigentlich hauptsächlich in der Automobilbranche tätig. Aber es gibt ja da ein neues Projekt mit abbaubaren Kinderschuhen. Also da haben Sie ja auch entscheidend dazu beigetragen. Genau, also es ist die Lederfabrik in der Südoststeiermark, für die ich schon seit 7 Jahren tätig bin, in der Automobilindustrie. Schon immer recht auf Nachhaltigkeit, chromfrei gegerbtes Leder und so weiter
bedacht gewesen. Und so sind wir eigentlich in Kontakt mit dieser Schuhfirma gekommen, die bei uns Leder angefragt haben und für die wir jetzt das entwickelt haben. Abbaubare Kinderschuhe, also vegetabil gegerbt, keine Schadstoffe drin, natürlich auch perfekt für die Haut, dermatologisch gesehen, und für die Umwelt ideal. Also deswegen Beruf und Leidenschaft kann man ganz gut verbinden in meinem Fall. Viel Engagement im Beruf, natürlich jetzt auch im Privatleben. Also der Tag mit 24 Stunden, der scheint ja fast zu kurz zu sein. Wie geht der Partner damit um? Zum einen mit der knappen Zeit und zum anderen natürlich auch, ich meine, das soll man nicht unerwähnt lassen, Sie sind ja sicher jetzt sehr begehrt. Wir haben von Anfang an eigentlich darüber gesprochen, auch vor der Kandidatur muss es natürlich in der Partnerschaft geklärt sein, ob der andere mitzieht. Wir waren uns dann einig, dass wir das gemeinsam stemmen, dass wir das gemeinsam machen, dass ich seine Unterstützung habe. Und das mit dem Begehrtsein, es gibt natürlich Momente der Eifersucht, das gehört zum Glück zur Liebe dazu. Wir können es aber ganz gut handeln, weil ich bin mir meiner Rolle bewusst, als Repräsentant bin ich mir meiner Rolle bewusst, weiß dann auch, was sich gehört, was sich nicht gehört, und da kann sich mein Partner voll und ganz auf mich verlassen, so wie ich mich auf ihn verlassen kann. Teilt er eigentlich Ihre Liebe zum Leder? Mehr mir zuliebe, ja. Also er hat einen eigenen Fetisch und Leder ist er zwar mit mir unterwegs, aber eher mir zuliebe, ja. Was er aber definitiv teilt, das ist die Liebe zur Literatur. Er hat ja schon mehrere Bücher geschrieben, aber auch Sie. Und zwar Bücher über Ihre Heimat, verbunden mit sehr viel Geschichte, oder? Genau, also ich interessiere mich schon sehr lange für die Geschichte meines Heimatortes, 700 Einwohner auf der Schwäbischen Alb. Und es hat mit Ahnenforschung angefangen, also mit dem Interesse für die eigenen Vorfahren. Und dann breitet sich das aus auf das Leben, wie haben die früher gelebt, wie waren die Umstände, wie war die politische Situation. Und so habe ich dann versucht, das Ganze aufzuarbeiten, habe jetzt inzwischen das vierte Band von dieser Buchreihe geschrieben, so einfach der Lebenszyklus. Wir haben angefangen mit Geburt, mit Taufe, Erstkommunion, Einschulung, Berufsleben, Hochzeit, also einfach so das Leben abzubilden, Quellen dann auszuarbeiten, alte Fotos zu suchen. Und ja, es ist noch immer ein Buchprojekt, das zwar jetzt gerade ein bisschen hinten ansteht, aber dann wieder weitergehen soll. Also Heimat und vor allem die Familie, die spielen eine große Rolle in Ihrem Leben. Unbedingt, ja. Also großer Familienmensch. Inwieweit sind Sie von der Kandidatur zum Mr. Leder eingeweiht gewesen? So kurz vor der österreichischen Kandidatur habe ich meinen Bruder davon eingeweiht, habe ihm davon erzählt. Er fand es eigentlich ganz cool, gut, was ich mache, und hat dann auch gratuliert im Anschluss. Und dank der sozialen Medien haben es dann auch meine Eltern und meine Schwester relativ schnell mitbekommen und sie finden es eigentlich alle gut. Und von der europäischen Kandidatur habe ich dann erzählt und haben auch alle mitgefiebert in dieser Nacht und sie können ganz gut damit umgehen. Dazu gehört natürlich viel Offenheit und ich glaube, Offenheit ist keine Frage des Alters. Ich habe natürlich auch recherchiert und habe ein Bild gefunden, das mein absolutes Lieblingsbild ist. Das ist das mit den zwei älteren Damen, ich würde fast sagen 80 plus in Wien, die da ja sehr aufgeschlossen sind. Da gibt es ja eine sehr nette Geschichte dazu, oder? Genau, wir sind also im Anschluss zu meiner Wahl, war am Sonntag, sind wir mit der Fetischbim durch Wien gefahren, so eine Sightseeing-Tour entlang des Rings, haben eine kurze Rauchpause gemacht und da standen die zwei älteren Damen, die sich natürlich gewundert haben, Fetischbim und wer steigt denn da alles aus dieser Bim aus, haben sich dann wirklich dafür interessiert, wollten mit mir sprechen, haben mich gefragt, wie es dazu kommt und was meine Rolle ist. Wir haben dann im Anschluss auch ein Selfie gemacht mit einem iPhone der zwei Damen und ich fand es einfach klasse, auch dieses echte, dieses natürliche Interesse. Und also ich stoße sehr viel auf positive Erfahrungen, auf positives Feedback in der normalen Umwelt, im sozialen Umfeld. Finde ich ganz toll. Und es ist sicher keine Frage des Alters. Ja, auch ich hoffe, dass wir ein bisschen zur Enttabuisierung von dem Fetischthema beitragen können mit diesem Gespräch. Ich bewundere auch den Mut und ja, ich wünsche noch viel Glück, viel Erfolg und tolle Zeit noch als Mr. Leder Europe 2015. Vielen Dank. Jetzt wird es aber höchste Zeit für unseren Rockblock. Unsere Niki wartet schon mit den News aus der Musikszene. Und fürs Feature, ja, da war unser Christian Egger mit seiner Rockblock-Kamera in der bunten Fabrik beim Konzert von Jaya the Cat. Gute Unterhaltung!
Tja, auch wenn Weihnachten vor der Tür steht und das ja eigentlich irgendwie so die besinnlichste Zeit des Jahres sein sollte, bei uns wird es deshalb kein bisschen leise. Es wird weiter gerockt. Deshalb haben wir für euch auch in dieser Ausgabe wieder ein cooles Feature, interessante Events und die kompaktesten Infos aus dem regionalen, nationalen und internationalen Musikgeschehen. So far, so good. Los geht's! Das Brugger Ring Festival steht womöglich vor dem Aus. Die geforderten Subventionen der Veranstalter sind für die Stadt zu hoch. Es ist fraglich, ob das Festival 2016 am Hauptplatz überhaupt über die Bühne geht. Noch ist der Käse aber nicht gebissen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Gut sieht hingegen beim Overdrive Festival 2016 aus. Die Herrschaften vom Organisationskomitee posten einen Termin und eine Location. Das freut uns, denn das Overdrive findet 2016 wieder als Open Air am FH-Gelände in Kapfenberg statt. Besonders schön, das Festival feiert dabei seinen 10. Geburtstag. Ach so ja, ihr wollt sicher noch wissen, wann die Sause steigt. Trommelwirbel am 7. Mai 2016 und aus. Festival die dritte, das School is Out Festival in Leoben hat, Gott sei Dank, endlich eine Location gefunden. Pünktlich zum 5. Jahresjubiläum rockt man diesmal die Sporthalle Donawitz, und zwar am 9. Juli 2016. Old Business aus Leoben haben einen neuen Sänger. Daniel heißt der junge Mann. Auf der Facebook-Seite der Band gibt's Fotos vom ersten gemeinsamen Auftritt. Die Plattform Styrian Band Support hat unlängst den ersten steirischen Bandkalender auf den Markt gebracht. Da gibt's unter anderem stimmungsvolle Bilder von einigen Bekannten, wie etwa Winniger Hill oder Knackwatschen zu sehen. Den Kalender gibt's im Netz unter wackmusic.com. Schnell sein lohnt sich, es gibt nämlich nur 50 Stück. Hörproben für einen neuen Song von Heathen Foray gibt's auf deren Facebook-Seite, aber nicht irritieren lassen, der Feinstrich dazu folgt noch. Eine Szenegröße geht in den Ruhestand. Der Wirt unseres Vertrauens, der Bayer Sepp, geht in Pension. Grund genug, nochmal beim Bayer vorbeizuschauen. Bis Ende des Jahres gibt's noch einige Gigs, unter anderem Missstand, Tante Gerti und die legendäre Weihnachtsfeier mit Bayer Hazard. Danke für alles, Sepp. Die Musikwelt ist um einen Helden ärmer. Scott Weiland, Gründungsmitglied und ehemaliger Sänger der Stone Temple Pilots, stirbt am 3. Dezember. Er war gerade auf Tour mit seiner neuen Band The Wildabouts. Zahlreiche Musikerkollegen wie Billy Corgan, Chris Cornell und viele andere drücken im Netz ihr Beileid aus. Das bereits legendäre Festival Punk Rock Holiday in Slowenien gibt erste Details zum Line-Up bekannt. Im nächsten Jahr kommen Szenegrößen wie NoFX, Descendants, Agnostic Front, The Flatliners und viele mehr nach Tolmin. Tickets gibt's bereits jetzt unter punkrockholiday.com. Biffy Clyro arbeiten an einem neuen Album. Das soll sich laut Sänger Simon Neil deutlich vom bisherigen Sound der Band unterscheiden. Gerüchten zufolge soll das Album eine Mischung aus Post-Rock, Black Metal, 80er New Wave und experimentellem Hip-Hop werden. Wie das klingen soll, wir sind auf jeden Fall gespannt. Große Freude herrscht bei Fans von Rammstein. Das erste Vinylboxset ihrer Karriere ist ab sofort erhältlich. Es enthält alle 6 Studioalben sowie eine Doppel-LP mit dem Titel Raritäten, die Non-Album-Tracks der Band und eine unveröffentlichte Version des Titels Los. Und zu guter Letzt, unser aller Lieblingsmonarch, nämlich Prince, gibt endlich seine Coverversion von Radioheads Creep frei. Prince hat die Nummer 2008 am Coachella Festival gespielt und hat alle Aufnahmen davon im Netz löschen lassen. Nachdem sich Thom Yorke von Radiohead dafür eingesetzt hat, es endlich freizugeben, findet ihr die Coverversion nun im Netz. Na boom! Veranstaltungstechnisch tut sich rund um Weihnachten so einiges. Knackwatschen gastieren im Sublime in Afflens. In Bayer gibt's wieder die legendäre und zugleich letzte Weihnachtsfeier. Und Dabs und die Fuselkomper gastieren auch heuer wieder im Hot in Mürz-Zuschlag. Mehr Infos jetzt in unseren Events. Graz rockt und zwar am Samstag, den 19.12. im Club Vakuum in der Griesgasse 25. Mit dabei sind Stereo Season, Conduct High und Daya Rouge. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Knackwatschen sind derzeit auf ihrer Wir dran zur Tour. Dabei stoppen sie auch am 19.12. im Sublime in Afflens. Mit dem Gepäck haben sie die Mighty Maggots. Einlass ist ab 20 Uhr, Karten gibt's ab 8 Euro. Bei freiem Eintritt gibt es am 23. Dezember die legendäre und leider letzte Weihnachtsfeier beim Bayersepp. Live on Stage sind Biohazard, gespielt werden feinste Klassiker aus dem Rock-, Hardrock- und Metal-Bereich. Einlass ist um 18 Uhr, die Band startet um 20.30 Uhr. Wenn einem der Weihnachtsabend zu besinnlich ist, dann gibt es am 24. Dezember die Möglichkeit, die stille Zeit etwas lauter zu begehen, denn ab 21.30 Uhr spielen Brownstone Inc. im Crazy Rock in Bruck. Ja, noch in diesem Jahr gibt es wieder den Christmas Club im Hot In mit Zuschlag. Am 25.12. heizen Dubs und seine Fusel-Kombo für euch ab 20 Uhr ordentlich ein. Jaya the Cat waren in der bunten Fabrik in Kapfenberg und wir, ja, wir waren natürlich mit von der Partie zu sehen und zu hören jetzt.
into the losers, and I want them forever. Fuck losers, to the sinners, into the boozers, and I want them forever. Night shift workers on a bed of clowns, they quit the circus, and I want them forever. Righteous losers, who man is a death, try to make it through. Man, whiskey, 3 a.m. The lights are on, but the bar is closed, I just started. But I am into a rock, the battleground, with a drunken soldier. Make it home by the grace of God, man. Rock the whip, fall up the stairs. It's a fine line to relax and defeat it. I cross the wires, I kill the demon. Switch the cap and drain the bottle. For all you know, you might be there tomorrow. All the criminal mind and all my past convictions and all my future prayers. The devil think I left behind all the lost souls on the sea of life, from the good times to the bad times, and all the bears in between, from the cradle to the grave. Started as a criminal, what the fuck it all mean? Wasted afternoon on my back porch, I'm just pushing through. Now this is a creature's climbing, prospering from my guitar, and I go about who I just take the knowledge and I pass. Crank up the jam, juice of a clash. So many people in this live to die. Waste away, killing time, and it's my clothes, lost souls. Let the wrong but vengeance goals. Oh fuck it, I'm all over town. So if you lock one door, I'll open up another heart. Push the cap and drain the bottle. We're all you know, you might be there tomorrow. Was gewesen? Das war tatsächlich der letzte Rockblock im Jahr 2015. War mir ein Vergnügen, euch musikalisch informativ durchs Jahr zu begleiten. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Wiedersehen und Wiederhören gibt's natürlich auch 2016. Freue mich schon drauf. Tschüss, ciao und Baba, Rockblock over and out. Ja, das war's auch schon wieder von uns. Die nächste Ausgabe von Highway TV liegt dann unterm Christbaum. Am 24. Dezember geht's weiter. Sie können es natürlich schon am Vormittag schauen. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie's gut. Auf Wiedersehen.